Moin, moin und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier in der Silbermine und versuchen das blöde Gefühl an dem vorbeischleichen. Oder geht das nicht? Wie geht's dann weiter? Was war das? Arbeitet aber weiter, okay. Arbeitest du bitte weiter? Nein, sowas. Kann ich dich bitte umhauen? Umboxen? Umboxen! Aber ich bin gleich tot. Dann muss ich nochmal neu anfangen. Jo. Kannst du jetzt endlich mal drauf gehen, Alter? Oh je. Hat das weh getan? Nö, ist ja nicht. Steht endlich auf. Ja. Den Kampf fortsetzen. Du sollst ja nichts erzählen, ne? Ich muss den Kampf fortsetzen. Vergiss es. Jetzt stirbst du. Hol dich die Pest. Gut. Ich habe kaum noch Leben, ne? Ich würde mich gerne mal hier ein bisschen waschen. Ich habe so das Gefühl, das endet nicht gut für uns. Wir jetzt jemanden so gedingst haben, ne? Gedingst. Wie man so aufgemischt haben. Alter, ein ziemlicher Schwächling. Obwohl er mir schon gut zugesetzt hat, aber. Warum gehst du da nicht rein? Warum geht sie da nicht rein? Jetzt. Nein. Ducken bitte. Bin ich denn jetzt auf der Map eigentlich? Irgendwo mitten da drinnen. Finde den Sack mit dem gestohlenen Silbererz. Truhe, oder? Eine Truhe. Der Typ. Okay. Plündern. Ja. Nehmen wir einfach mal, das ist nicht mehr haltbar. Das mit, das mit, das mit und den mit. Und gehe jetzt mal in meinem Inventar und rüste vielleicht das mal aus, damit man mich nicht unbedingt so einfach erkennt. Ich kann das gar nicht ausrüsten. Okay. Na gut. Na komm. Danke. Ah.
weiß ja keiner, dass ich den umgebracht habe. Problem ist, was füllt sich da eigentlich noch auf? Das hier. Kopfverletzung. Ja, ich habe eine Kopfverletzung. Ordentliche. Mein Gesicht ist auch ordentlich angeschwollen, ne? Was kann man da machen? Denn irgendwas. Irgendwas, was uns helfen kann, dass wir. Egal, geht nicht anders. Wir müssen das weiter so probieren. Wenn wir es nicht schaffen sollten, mal nochmal neu durch. Mal den anderen Weg. Aber das mit dem Durchschleichen hat nicht geklappt. Warte mal. Doch Wasser. Können. Hier da oben irgendwas. Ja? Zwickel mit Sohlen. Was ist das? Da kann ich nicht benutzen. So, muss ich so rum dran. Erwartet mich nicht direkt einer. Das wäre sehr nett. Sagen wir es mal so. Ducken wieder. Ja, wo muss ich hin, ne? Hier kann ich natürlich ewig durchrennen. Jetzt laufe ich ja im Prinzip wieder zurück. Ewig durchrennen, um zu gucken. Sonst hierher gekommen wäre, ne? Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Nee, hier ist eine Sackgasse, hier geht's gar nicht erst weiter. Unterwerfen hätte man hier theoretisch was können. Echt? Okay. Ja, dann weiß ich aber da schon mal Bescheid. Brauche ich hier nicht weiter gucken. Jetzt sollte ich nur die Treppe runterlaufen und nicht runterspringen. Ansonsten bin ich wirklich gleich wahrscheinlich tot. Na komm. Mal sehen, ob wir es überhaupt schaffen. Liegen könnte, ne? Aber es liegt ja einfach nicht. Hier ist Wasser, das hätte gepasst, ne? Aber leider nein, leider gar nicht. Aber wir finden das Ding schnell, damit ich schnell hier raus kann. Weil ich sehe so langsam echt, man sagt ja schwarz, aber ich sehe eher rot. Ich weiß, dass ich hier unrechtmäßig eindringe. Falsch. Ein Ausgang ist falsch, Freunde. Den, der jetzt gleich hier liegt, tut's mir echt leid, weil wollte ich eigentlich nicht, aber würde ich machen, ne? Er meinte sich einzumischen. Sein Pech. Waren das nochmal? Hier, ne?
Okay. Haben wir gleich den anderen Ausgang im Prinzip erreicht. Da muss ich dann halt eine andere Route nehmen. So. Mal wieder ducken, ne? Muss ich links gehen. Und wie funktioniert das? Heinrich. Oder man tanzt eben mit Mädels, um die sich kein Mensch prügeln will. Okay. Ja, an. Sehen, ob wir hier weiterkommen. Dass wir da wirklich daher gehen müssen, wo die beiden standen da. Das wird, glaube ich, für uns sehr, sehr böse enden. Jetzt berg hoch. Steinpilze. Einfach mal mit. Wer weiß, wozu die uns noch dienen. Schlappen nehme ich auch mit. Solange wir einen Strauch. Was? Buch, Strauch, Diebestrunk. Was? Nahrung, nicht wahr? Strauch. Oh, ist ja auch nicht. Also, ich sehe echt, ich sehe rot. Ganz, 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 ganz unangenehm. Dass man so sagen darf, mit dieser roten Farbe. Ganz, 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 ganz schlimm, aber hey. Leute, ich kann nichts daran ändern. Es tut mir sehr leid. Ich finde die Kontraste echt gerade heftig. So. Oh nee. Ja. Blöd. Ich bin blöd. Einer ganz in der Nähe. Nicht gesehen. Dato, aber es war auch nur der eine, wie mir scheint. Der da ist. Wer weiß aber, wer jetzt noch kommt. Ich hoffe, ich bin noch nicht irgendwie dran vorbeigelaufen oder so. Aber ich sehe halt echt auch überhaupt nichts. Ist sowieso so Schleicherei. Jetzt außer bei Skyrim, was mir eigentlich immer recht Spaß gemacht hat, ist in anderen Spielen echt nicht so mein Ding. Wie sagt man, in einem Labyrinth geht es immer links entlang zum Ziel, wenn ich mich recht entsinne. Wann hatten wir beim ersten Mal links, hatten wir falsche erwischt. Viel besser. Scheiße. Fuck, nee. Ich finde das
wir hin müssen. Ich hoffe es, ey. Das ist, was ich mich gerade eher frage, ist, finde ich hier überhaupt wieder raus? Oh, so ein Ding. Huch, da geht's ganz schön runter. Ich muss aufpassen. Hier ganz schön runter geht, ne? Dann könnte das ja tatsächlich das sein, wovon Stibor erzählt hat, wo er es runtergeworfen hat. Hat er gesagt, er hat es ganz weit runtergeworfen und hat Plumps gemacht, also ist im Wasser gefallen. Ist das ja das hier? Ich kann mich auch nicht weiter umgucken. Vorbei doch. Okay. Gucken wir mal weiter. Hoffen, dass wir was finden. Noch einen Kampf werde ich auf jeden Fall nicht überleben. Weiter, da geht's weiter. Alter Stiefel nehme ich mit. Jetzt meine. Ich bin nach oben. Weiter hier entlang. Aber warte mal. Habe ich denn die Karte von hier bekommen? Es zeigen. Nee. Inventar. Habe ich denn hier dann nicht Festgegenstand? Ach du Scheiße. Ich verstehe. Hier muss ich runter. Weil laut der Karte, dass ich jetzt erst drauf gekommen bin, ich habe ja eine Karte hiervon. Hier gehe ich rein, ich gehe nicht links, ich gehe geradeaus. Hoch. Dann rechts gegangen. Aber das macht für mich schon Sinn. Und dann runter. Doch, das könnte tatsächlich sein. Das würde jetzt hier auch passen mit den beiden großen Treppen. Hier ist auch Wasser. Puh, eiskalt. Aber das muss der Ort sein, den Stibor erwähnt hat. Jetzt muss ich diesen Holzsteg finden. Der ist da. Geht das? Hoffentlich verirre ich mich nicht. Ja, das ist auch gerade meine Sorge, Theresa. Wunder meine Karte. Ich vermute, dass ich den Weg hinaus noch kenne. Der Holzsteg. Der Sack muss hier irgendwo sein. Der Sack muss hier irgendwo sein. Wer ist Stibor? Da! Jetzt aber schnell wieder raus, ne? Bestimmt abgefangen. Ich bin schon im Ernst. Und jetzt wieder raus hier. Selber jetzt zu deinem Vater, ja. Mach ich. Hier war keiner mehr. Ich muss jetzt halt eben auch den ganzen Weg wieder zurück. Hoffentlich werde ich von dem einen, der jetzt gleich am Arbeiten ist, nicht erwischt. Weil wenn ich erwischt werde, dann war's das. Ich habe so wenig Leben nur noch. Ich bin ja froh, dass ich den einen da gekriegt habe. Aber es tut mir jetzt auch schon irgendwie wieder leid, dass ich überhaupt dem gekämpft habe, weil, naja, war der falsche Weg, es war noch nicht mal der richtige Weg und der ist jetzt deswegen draufgegangen.
nicht machen. So, jetzt kommt da gleich der Arbeiter, glaube ich. Ein paar Metern. Ich hoffe, wenn wir wieder draußen sind, wird er auch ganz schnell nicht mehr rot sehen. Okay, fackelt aus. Fackel wieder an. Patrouille! Wieder näher. Geht aber weiter, das ist gut. Und runter da. Oh, das wäre es jetzt gewesen, hätte uns die Patrouille erwischt. Da habe ich vorhin doch nicht falsch gesehen. Also ich dachte, da ist jemand. Nur der ist halt so schnell weggelaufen. Oder weitergegangen, dass ich ihn danach nicht mehr gesehen habe. Eieiei. Das ist ja jetzt schon wieder ganz schön knapp gewesen. Oh. Die beiden, die miteinander geredet haben. Ja. Hallo. Links um die Ecke waren die. Gut, haben wir uns nicht gesehen. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir hier auch recht schnell wieder rauskommen. Ach, er ist da vorne. So, haben wir uns rausgeschlichen, ne? So, Stibor. Hallo. Ich weiß, ich sehe schrecklich aus. Ich hab das Silber. Ich habe das Silber. Und jetzt? Gott sei Dank. Wenn du wüsstest, wie erleichtert ich bin. Ich wusste, du schaffst es. Bring es bitte zu Vater. Auf geht's. Wir bringen es zu Vater. Ja. Ich sehe immer noch rot. Aber auch hier nirgendwo waschen kann, damit ich dieses Rot wegkriege, ne? Nein, aber kann ich mich vielleicht von dem? Ich weiß, dabei kann der mich nicht waschen. Hallo! Gott sei mit dir, Theresa! Verdammt! Ja, du wüsstest, dass ich einen deiner Kompagnons umgebracht habe. Das erzähle ich dir gar nicht. So, hier rüber. Hier runter. Wäre ja gleich wenigstens schon da, ne? Nach rüber. Wäre schon zu Hause. Perfekt, hier ist Vater. Hallo. Ich hab das Silber. Ich habe das Silber gefunden. Nicht so laut. Oh, gut gemacht. Lass es hier. Ich kümmere mich um den Rest. Hab Dank. Ich würde gern sagen, dass ich mich freue, geholfen zu haben, aber so ist es nicht, Vater. Die Sache hätte für uns alle böse enden können. Sehr böse. Thea, du weißt doch, dass ich für euch nur das Beste will, oder?
Aber du handelst dann trotzdem. Ah, das weiß ich, ja. Ja, Vater. Du meinst es nur gut. Ihr müsst vorsichtig sein, ja? Du und Stibor. Sei unbesorgt, Kleines. Hab Dank. Und was ist mit der Überraschung? Welche Überraschung überhaupt nochmal? Was ist mit der Überraschung, die du erwähnt hattest? Ah. Nun, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Und weil du uns mit dem Silber geholfen hast, verdienst du das Geschenk. Also, ich ließ für dich in Ratai ein Kleid schneidern. Ein sehr edles obendrein. Du wirst das hübscheste Mädchen im Dorf sein. Ein neues Kleid? Aber ich verstehe nicht. Warum? Einfach so? Tja, weißt du, du bist kein kleines Mädchen mehr, sondern eine reife und kluge junge Frau. Klüger als ich allemal. Du willst bestimmt nicht für immer hier in der Mühle leben. Samuel kann schon auf sich selbst aufpassen und nach allem, was passiert ist, hast du ein besseres Leben als Stibor und ich verdient. Was ist los, Vater? Warum hast du das Kleid gekauft? Du bist nun alt genug, um zu heiraten, Theresa. Und es wird Zeit, dass wir uns darum kümmern. Ich verstehe nicht. Also, willst du mich verheiraten? Was redest du da? Ich verstehe nicht. Ich will noch nicht heiraten. Ach, mein kleines Mädchen. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes. Schön für dich. Ja, aber ich habe keinen Verehrer. Doch, das hast du. Doch. Und zwar ein Mann von Ehre, glaub mir. Was? Du hast mir einen Mann gesucht? Wer ist das? Keine Sorge, er ist ein ehrbarer Mann. Er steht sogar dem Adel recht nahe. Und er ist reich. Er wird für dich sorgen. Heute Abend findet in der Schenke ein großes Fest statt. Herr Ratzig willigte ein Schwein zu schlachten und... Wer ist es? Redet ein bisschen, tanzt ein bisschen und wer weiß, vielleicht magst du ihn. Sagst du mir jetzt endlich, wer es ist? Bergbaukonstrukteur Tobias. Tobias Pfeiffer? Ja, ganz recht. Soll das ein Scherz sein? Willst du mich zum... Was hast du dir nur dabei gedacht? Pfeiffer steht mit einem Fuß im Grabe. Gemach. Warum fragt mich keiner? Du hättest mir doch sagen können, was du vorhast. Theresa, hör zu. Immer heißt es, Theresa macht dies, Theresa kocht das, Theresa macht sauber. Und jetzt auch noch Theresa, heirate einen alten Mann. Ist denn allen egal, was ich will? Natürlich nicht. Und ja, ich hätte es dir sagen sollen. Ja, das hättest du, Vater. Grundgütiger, ich hätte nicht gedacht, dass du so zornig wirst. So macht man das nun mal. Versuch es aus meiner Sicht zu sehen. Tobias Pfeiffer ist wahrlich ein gemachter Mann. Niemand in Scarlitz wäre besser. Hör zu, wir können darüber reden, aber entscheiden werde ich. Du musst an deine Zukunft denken, Theresa. Meister Pfeiffer genießt ein hohes Ansehen. Und das gilt dann auch für sein Eheweib und seine Kinder. Kinder? Herrgott nochmal, sei doch nicht so naiv. Du wurdest als Frau geboren. Der Herrgott erschuf dich für das Familienleben. Oder willst du lieber ins Kloster? Geh heute in die Schenke und mach dir mit Meister Pfeifers Groschen einen netten Abend. Du wirst eine schöne Zeit haben. Dann zeig mir das Kleid. In der Truhe hier unter dem Fenster. Zieh dich um und geh, wenn du deine Arbeit erledigt hast. Heieieiei, jetzt werde ich auch noch zwangsverheiratet. Aber gut, das war halt so. 1403 war das sicherlich so, ne? Ja, ob man das jetzt gut finden soll oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Questlock. Zieh dich für das Tanzfest um, sobald du bereit bist. Okay, ich würde jetzt gerne mich nochmal waschen hier. Aber immer noch habe ich die rote Sicht. Kann ich mich nicht irgendwo heilen? Oder kann mich nicht jemand heilen? Mann, das ist eine Frechheit. So, Theresa. Zeit, erwachsen zu werden. Das schöne Kleid anzuziehen und deinen zukünftigen zu treffen. Ja. Aber das kann jetzt erstmal noch warten, Freunde. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ganz gewiss nicht. Wie wir uns möglicherweise mit dem alten Mann beschäftigen müssen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, teilt das Video, wie ihr möchtet. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann müsst ihr abonnieren, auf jeden Fall. Dann wird es euch schön in der Abo-Box angezeigt, aber das wisst ihr alles. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, tschüsselü.